Ich habe ein Problem mit Gaming-Boostern. Nicht, dass ich sie nicht halten kann. Oder dass sie einen kranken Koffeingehalt haben. Kinder durch sie geschädigt werden können. Streamer den Scheiß auch noch bewerben, sie völlig überteuert sind. Oder ihre Konsumenten mich online abziehen. Nee. Mein Problem ist, Gaming-Booster schmecken mir unfassbarerweise unglaublich gut. Und dann haben die auch noch wenig Kalorien, weil die meistens mit Süßungsmitteln gesüßt sind. Was sie irgendwie auch gesünder macht. Und dann wirken sie bei mir auch noch wesentlich besser als Kaffee. Falls ihr es nicht merkt, ich bin gerade auf Gaming-Boostern. Ich finde sie geil. Und das macht mir Angst. Denn Gaming-Booster können ziemlich gefährlich für die Gesundheit sein. Und ich möchte ja nicht als ausgelutschte Cracknutte mit Diabetes und Bluthochdruck enden. Aber bevor wir in unser krasses Selbstexperiment rein diven und ein paar Sorten selbst auf dem Schlachtfeld testen. Woraus bestehen Gaming Booster überhaupt? Das Zeug ist ein Pulver mit irgendwelchen kryptischen Geschmacksrichtungen. Wie Devil Fruits und Ultra Instinct. Klar, es ist jetzt Anime-Shit, aber wonach schmeckt das? Dark Raptor. Tempesta Marseillana. Okiro Edition. Ja. Kann ja mal irgendwie Apfel sein? Ja, Mann. Error 404. Viking Edition. Es gibt so viel. Shiny Dragon. Alter. Error 404 war der Geschmacksrichtung. Ja. What? Also prinzipiell sind sie ähnlich wie Energy Drinks. Aber sie gelten nicht als Nahrungsmittel wie Energy Drinks, sondern als Nahrungsergänzungsmittel. Weil es ist ja ergänzend zu Wasser. Normales Wasser, da fehlt was. Und zwar alles. Wie wär's mit ein bisschen Dextrose, Taurin, L-Tyrosin, Maltodextrin, Magnesiumcitrat, Guarana-Extrakt, Koffein, L-Ascorbinsäure, Sucralose, Bacopamonieri-Extrakt, Grüntee-Extrakt, das kenne ich. Und Rosenwurz-Extrakt. Klingt alles sehr schmackhaft. Also warum ist das nicht einfach in Leitungswasser direkt drin? Dadurch, dass es ein Nahrungsergänzungsmittel ist, sind die gerade eben genannten Stoffe in anderen Konzentrationen erlaubt, als zum Beispiel bei einem Energy-Drink. Aber prinzipiell kannst du auch einfach mehr reinkippen, also kannst du eh die Konzentration beeinflussen. Ein paar davon machen sauer, ein paar davon machen süß. Dann gibt's Aminosäuren, Vitamine und Extrakte, die angeblich leistungsfähiger machen sollen. Das Ganze teilt man sich in 8 Gramm Lines auf. Oder wenn man halt ein Weicher ist, dann mischt man es halt mit Wasser und trinkt es. Taurin ist ja ein Stoff, den man auch immer wieder in Energy Drinks sieht. Und das ist ein Abbauprodukt von 2 Aminosäuren, die Liebe gemacht haben. Und angeblich soll es die Wirkung von Koffein noch weiter verstärken. Aber Studien dazu sind leider von geringer Qualität und es gab noch nicht wirklich einen Beweis, dass das funktioniert. Aminosäuren wie L-Tyrosin sollen die Aufmerksamkeit erhöhen. Und Extrakte aus Rosenwurz sollen gegen Müdigkeit und Stress helfen. Allerdings nach der Europäischen Lebensmittelbehörde gibt es auch dafür keine Beweise. Der einzige Stoff, der nachgewiesen funktioniert, ist Koffein. Und das weiß eigentlich auch jeder. Das ist das Zeug mit den lustigen Nebenwirkungen wie erhöhte Nervosität und Erregung. Ist das mit sexueller Erregung gemeint oder aggressive? Da steht Erregbarkeit. Erregbarkeit. Das ist was ganz anderes. Nee, ist das gleiche. Das ist der Tiltfaktor. Ah. Oder so. Der damit Schweißausbrüchen und Herzrasen kommt. Ja. Und Schlaflosigkeit, ja, das ist offensichtlich. Und Herz-Kreislauf-Probleme wie erhöhter Blutdruck, wenn man das sehr oft einnimmt. Das macht ja niemand, oder? Regelmäßig Koffein zu sich nehmen? Mhm. Für Koffein gibt es aber Richtlinien, wann eine Menge bedenklich wird. Pro Kilo Körpergewicht bei einer erwachsenen Person sind es 3 Milligramm. Steven, der Lauch, wiegt einfach mal nur 60 Kilogramm. Er tut jetzt so von wegen, ah, ich ein bisschen mehr, aber ich weiß, der wiegt eigentlich nur so wahrscheinlich nur 57. Und er soll damit eigentlich nicht mehr als 180 Milligramm pro Drink zu sich nehmen. Und zur Einordnung, ein Energy Drink mit ca. 250 Milliliter hätte 80 Milligramm. Eine Tasse Filterkaffee ca. 90 Milligramm. Wo die Frage ist, was ist eine Tasse? Weil wenn man nach diesen Filterkaffee-Dingern geht, ist eine Tasse ja irgendwie nur so ein Furz. Viel zu wenig. Also ein Pottkaffee wäre auf jeden Fall mehr. Und ein Gaming-Booster auf 500 Milliliter hat dann direkt 250 Milligramm Koffein. Das ist eine Portion. Das heißt, Steven würde von einer Portion sterben. Genau. Instant. Lustig halt beim Selbsttest spielt. Aber es hindert mich ja nichts daran, einfach 5 Messlöffel reinzuballern, weil ich mit den Jungs ein paar Noobs wegklatschen will, aber ich bin 14 und habe schlecht geschlafen, weil ich zu viele Süßigkeiten vom Schlafen gehen gefressen habe und jetzt muss ich irgendwie wach werden. Ich krieg auch die ganze Zeit auf Reddit so Werbung von wegen, damit kannst du die Nacht durchzocken. So, abends so ein Zeug trinken, einer, nee. Nee. Aber ich meine, gut, ich will es auch nicht morgens trinken anstatt Kaffee. Oh. Gut, ich will es gar nicht trinken. Schmeckt scheiße. Schmeckt absolut widerlich und ich kann absolut null verstehen, wie Steven sich mehr als einmal das reingezogen hat. Er hat sich's öfters reingezogen. Das Zeug ist hier schon seit mehreren Wochen. Aber wir haben das Zeug jetzt einfach mal selber getestet. Die Studie durchgeführt, die alles beweisen wird. Also eine Studie ohne Placebo-Gruppe oder wie das funktioniert. Und wir haben halt einfach ein Spiel mit und ohne Gaming-Booster gezockt. So, erstmal eine Runde ohne irgendetwas drinne. Ich habe keinen Kaffee getrunken und ich hasse es. Das ist halt vielleicht ein bisschen dumm. Ich habe halt ungefähr seit einem Jahr oder länger kein Overwatch mehr gespielt. Oh nein, es ist mit diesem Auto. Was ist das für eine Map? Ich will mal drauf klarkommen, auf diese komische Strecke, Alter. Und dieses scheiß Auto. Oh, ich habe aus Versehen eine Taste gedrückt. Oh ja. Oh, es fühlt sich an wie gestern. Ich glaube, es ist keine gute Zeit. Das ist nicht mal Gold. So muss ich noch mal 2 Sekunden besser werden. Oh. Mal schauen. No! Okay, nochmal. Huh? Was ist das für ein... Ah, ich weiß gar nichts. Gar nichts weiß ich mehr.
Halt mich doch einer! Was? Danke. Ich habe gerade 0,7 Sekunden verloren? Wie denn das? Ich weiß gar nicht, was abgeht. Ich nehme einfach den Punkt ein. Sorry, I had no coffee today. Okay, aber Adrenalin funktioniert halt auch jetzt schon ohne Koffein, muss ich sagen. Das Herz pumpt. Ich weiß gar nicht, brauche ich überhaupt einen Booster? No! Ich weiß gar nicht, wo hinten und vorne ist. Also die Konzentration ist auf jeden Fall nicht da. Okay. Da habe ich es aber. Okay. Ich habe die Goldmedaille geschafft. Nach ein paar Versuchen. Wie konzentriert hast du dich gefühlt? Gar nicht, weil ich keinen Kaffee hatte und noch müde bin. Nice! Okay, ich brauche den scheiß Gaming Booster nicht. Boom! Okay, wie wir gerade gesehen haben, brauche ich keinen scheiß Gaming Booster. Ich bin jetzt richtig pumped. Gamers only. Performance Drink. Ist kein Energy Drink, ist ein Performance Drink. Was könnte denn gut zusammenpassen? Guck mal hier, Clover-Kurs. Was soll das denn in Geschmacksrichtung sein? Ja, genau. Silverstorm. Mighty Melon ist eindeutig. Ich bin nämlich ein geübter Konsument. Ich stehe nämlich auf die Scheiße. Also, wie viel nehme ich denn davon? Ja, das ist die Frage. 8 Gramm wäre für 500, glaube ich, Milliliter und in einem so einem Pokal hier sind 250. Ich zitter jetzt schon, nur von dem Spiel. Tuschwasser, würde ich sagen. I mit Stückchen. Chemie. Oh. Das hier wäre, glaube ich, die vierfache Tagesdosis. Von was ich nehmen sollte. Oh mein Gott, ist das lecker. Oh, das ist halt viel zu süß und zu sauer und ich lieb's. Wird immer besser, oder? Nein. Das ist, was Gamer brauchen. So, nächste Track. Diesmal ein bisschen wacher. Nicht wirklich. Oh, das ist krass. Ich habe gerade irgendwie das Gefühl nach dieser doppelten Dosis, dass nach 10 Minuten so alle meine Energie, die ich hatte, in so Schütteln investiert wurde. Und jetzt fühlen sich meine Augen so trocken und müde an. Ich habe das Gefühl, wenn ich mich jetzt selber gerade sehe hier, wirklich sehr müde. Ich möchte sagen, vielleicht ein bisschen, ja. Alle Zippe! Kaffee. Alter, wenn ich jetzt noch einen Kaffee trinke, du Arsch, dann sterbe ich. Ich kann keinen Kaffee trinken. Gecrashed. Wer ist denn jetzt schon wieder tot? So, jetzt wird's wieder heiß hier. Heiß? Nein! Wer stirbt? So, sie kann nicht weg, 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 beim dritten Mal Gold geschafft. Was so relativ normal ist, um auch, weil man muss ja erstmal die Strecke überhaupt kennenlernen. Aber ich hab das Gefühl, es war jetzt nicht so schwer, ich könnte es noch besser hinkriegen. Nix kann nie. Oh, ich bin zu krass. Nein! No! Fick, Alter. Okay, bringt gar nichts im Gaming Booster. Aber ich fühle mich doch relativ konzentriert jetzt, wo ich drin bin. Ich habe gerade das Gefühl, dieses ganze andere Adrenalin, was ich in der ersten Runde hatte, habe ich auch. Aber ich kann es besser konzentrieren. Ah, jetzt habe ich Bock, noch 1000 Runden irgendwie zu machen, aber wir müssen arbeiten. Puh, aber klar, wenn dein Körper gut mit Koffein umgehen kann, wirst du sicherlich eine gewisse Art Leistungssteigerung merken. Sei es Ausdauer, Konzentration oder deine Reflexe. Manche werden bei Koffein wahrscheinlich einfach nur zittern. Aber naja, man sollte immer bedenken, dass man sich durch solche Aufputschmittel ja meist keine Energie zuführt. Eine Ausnahme ist hier Zucker. Sondern den Körper eher dazu veranlasst, frühzeitig Energie auszuschütten, die einem dann später irgendwann fehlt. Oder sich der Körper wieder zurückholen muss. Zucker. Wie gesund das Ganze ist, kommt dann am Ende immer auf die Dosierung an. Und besser in Spielen wirst du durch den Scheiß auch nicht. Denn Gaming Booster boosten nicht deinen Skill. Das kann nur hartes Training. Hier ist so eine Montage. Rick sich so ein Schweißband anzieht und hart irgendwie auf die Tastatur klopft. Nee, das ist zu faul zum Aufnehmen, oder? Ja. Wahrscheinlich ist es also einfach besser, wenn man einen gesunden Lebensstil führt und sich neben ausreichend Schlaf und Bewegung auch noch ausgewogen ernährt, um nachhaltig eine gute Leistung bringen zu können. Aber das ist fucking lame! Und außerdem lässt sich der Scheiß dann nicht mit einer fetten Gewinnmarge verkaufen! Also ballert euch den Scheiß rein, Mann! Dein Lieblingsstreamer macht das ja auch! Du bist einfach ein Gaming-Profi! Die Scheiße ist super gesund, weil da sind keine Kalorien drin, aber Vitamine und Mineralien! Du kannst es dosieren, wie du willst!
gibt unendlich dumme Geschmacksrichtungen und das alles für nur 40 Euro die... Warte mal, 40 Euro die Dose? Schmutz. Das ist das Ende vom Video.